Der Kornkreis zwischen Ziegershaus und Bommen lockt im Moment viele Leute ins sonst so ruhige Dorf. Der Kornkreis besteht aus einem mittleren Kreis mit einem Durchmesser von rund 7 Metern, wie 20 Minuten berichtet. Der äußere hat einen Durchmesser von rund 1 Meter. Am Josef Schmid gehört das Weizenfeld. Wo er den Kornkreis gesehen hat, war er schon etwas überrascht. Ja, ich habe dann gestaunt und geschaut, woher der kommt oder wie der entstanden ist. Es ist natürlich schon ein Schaden entstanden, aber es ist nicht so ein riesengroß. Und wenn es eine einmalige Sache ist, dann kann ich gut damit leben. Erstaunt ist auch der Gemeindepräsident von Kammental. So einen Kornkreis habe er noch nie in Nacht gesehen. Ich habe das im Vorfeld mal das Foto und ja, ich war sehr überrascht, dass das bei uns hat. Ich glaube, wenn man den Kreis anschaut und vor allem die Mitte anschaut oder fast die Mitte, dann sieht man ein Loch. Also ist dort ein Pfahl reingehauen worden und in dem Sinne so gebaut worden. Dank dem Kornkreis rechnet der Gemeindepräsident mit vielen Schaulustigen. Und da hat er auch recht, das asymmetrische Kunstwerk auf dem Weizenfeld sorgt für Gesprächsstoff. Das ist überraschend gross, sehr gross. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich das eben geachtet habe. Ich bin jetzt nicht immer da oben durchgefahren und das nie gesehen. Es ist einmal schon eine Überraschung, so, obwohl es, ich weiß, glaube alle Jahre irgendwie wieder mal irgendwo vorkommt. Aber wenn man gerade so dran vorbeifährt, ist schon auch speziell. Und ich eben egal, jetzt, wie so etwas gebildet wird oder entsteht. Der Künstler Anatol Steheli war der Erste, der vom Kornkreis Luftaufnahmen gemacht hat. An ein übernatürliches Werk glaubt er nicht. Als ich den Bilder angeschaut habe auf der Drohne, habe ich gefunden, die haben ein Rausch gehabt oder so etwas. Also es ist nicht ganz rund, es ist ein bisschen mit Decken und Kanten drin. Das war mein erster Gedanke. Also wenn das Außerirdisches gemacht hat, dann wäre ich gerne mal das Raumschiff gesehen. Wenn man so Scheiße drin sieht, dann wäre noch interessant. Damit auf dem Weizenfeld von Josef Schmid nicht nur ein grösserer Schaden entsteht, hat er das Weg, das zum Kornkreis führt, extra angeschrieben. Lang wird man das Kunstwerk aber nicht mehr anschauen können. Wie das Korn schon jetzt reif sei zum Mähen.